Herzlich willkommen zurück zu God of War. Junge? Junge! Oh, alles gut. Hab mich schon daran gewöhnt. Was ist passiert? Waren wir das? Nein. Etwas anderes. Der tote Riese. Warum ließ uns die Schlange hier? Da! Freya! Freya. Wir können dir noch trauen, oder? Halte Abstand, bis wir es wissen. Die Weltenschlange. Was ist passiert? Wir hatten gehofft, du weißt es. Du bist weit gereist. Ich suche meinen Sohn. Ihr beiden. Habt mir die Augen geöffnet. Du weißt gar nicht, wo er ist? Nein. Doch die Wälder und Wiesen sprechen von ihm. Ich weiß, er ist hier in Midgard. Wann hast du ihn gesehen? Ist lange her. Noch vor deiner Geburt. Warum stehst du denn so weit weg? Was ist los? Was ist passiert? Da! Nicht der schon wieder. Ich habe geahnt, dass ich euch beide hervorlocke, wenn ich die große Schlange verletze. Habt ihr eine Ahnung, auch nur den Hauch einer Ahnung, was ihr mich gekostet habt? Mein Sohn. Mutter. Ich bin hier. Lauf nicht weg. Oh, ich gehe nirgendwo hin, Mutter. Ich weiß, dass du wütend bist. Ich weiß, dass du noch dasselbe fühlst. Doch ich möchte, dass... Was ich fühle? Was ich fühle? Ich habe die letzten 100 Winter geträumt. Von diesem Moment. Habe alles genau durchdacht, was ich dir je sagen wollte. Jedes Wort, damit du dann endlich begreifst, was du mir alles geraubt hast. Aber jetzt wird mir klar, du musst eigentlich überhaupt nichts begreifen, weil ich dich... gar nicht brauche. Nein, zurück, Kratos. Das hat nichts mit dir. Der Weg, den du wählst. Rache. Er bringt keinen Frieden. Glaub mir. Du. Um dich kümmere ich mich später. Zuerst die Familie. Das wieder. Ich weiß noch, dass du sehr schnell warst. Also komm. Du musst gehen. Bitte. Nein. Ich kann zu ihm durchdringen. Hör bitte auf zu kämpfen. Wende dich lieber davon ab, Junge. Das wird nicht schön. Ich lass das nicht zu. Nein, Junge. Na schön. Halt! Ja! Nein! Nein,
Atreus! Du blutest. Atme, Junge. Atme! Nicht mein Blut. Was ist das? Ich kann das spüren. Ich kann jetzt alles spüren. Nein! Er ist verwundbar. Oh, Scheiße. Das werdet ihr nicht tun! Hallo? Was ist los? Will Freya uns töten? Nein. Hörst du den Wind? Wir bewegen uns. Dieser Pfeil, Baldur schlug auf den Mistelzweig? Im Köchergurt, ja. Die Mistel hat ihn verletzt. Freya hat sie böse genannt. Er ist nicht nur verletzt. Der Bann ist gebrochen. Dann kann man ihn töten. Ganz bestimmt. Langsam erinnere ich mich. Jetzt erinnert er sich. Sie kontrolliert dieses Ding? Haltet euch da raus! Ich weiß, ich kann ihn umstimmen. Nein, Weib! Kannst du nicht! Er hat vor, dich zu töten! Mich nicht aufhalten! Niemand kann das! Wo ist er? Es ist mir egal, wenn er mich tötet! Ich werde ihn beschützen! Ich lasse ihn nicht sterben! Wie ergreifend! Das ist alles bald vorbei! Da! Hört jetzt damit auf! Sofort! Wieso hat er jetzt wieder volles Leben? Ach du Scheiße, wieso hat er jetzt auf einmal so viel Leben? Ich fühle! Es ist kalt! Tu meinem Jungen nicht weh! Ja, komm schon. Greif ihn an. So kalt. Den habe ich total vergessen. Glaubst du, das hält mich auf? Mutter. Nee,
Atreus! Atreus! Ich bin hier oben! Mir geht's gut! Okay, nicht runterkommen, Kleiner. Und mir geht es wunderbar! Ach, hab mich nie so lebendig gefühlt! Aufhören! Lieber! Och nee, komm! Oh, der nimmt ja gar keinen Schaden. Hallo? Ich wusste nicht, wie viel Spaß das macht. Unglaublich! Ich verstehe schon, ich muss. Oh, das nennst du ausweichen? Oh, Junge, ganz ehrlich, greif doch mal an. Oh, wie wundervoll. Mann, ich wollte die Heilung nehmen. Jetzt noch? Ich dachte, die wären alle weg. Ja! 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 Mehr! 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 Zeig mir mehr! Riva! Also irgendwie sind die doch besser gegen die. Heilung, das Heilung, du lässt die Heilung. Moment, da kann ich hin, ne? Oh mein Gott, das ist ja so richtig episch hier gerade. Oh. Atreus! Bleib weg von meinem Sohn! Ihr müsst das nicht tun! Doch, müssen wir. Wir wollen das Spiel beenden. Da! Vorausgesetzt, das ist das Ende. Mach das gut, Kleiner. Bitte! Es gab schon genug Leid. Sei still, Mutter! Nein.
Der Kleine hat auch vor gar nichts Angst, ne? Ich euch danken. Euch beiden. Ihr habt vollbracht, was selbst der Allvater nicht konnte. Ich war nie so lebendig. Ironisch, oder? Was? Das ist die Götterrage, Arschloch. Warum? Komm, einmal die Deckung falsch abgegeben, ne? Ich dachte, der will noch was sagen. Okay. Kleine kann mit Weltenschlangen sprechen. Wie cool. Komm schon. Tu es. Tu es. Halt. Bitte. Er ist besiegt, Vater. Er ist keine Gefahr mehr. Du wirst uns nicht mehr folgen. Du lässt sie in Ruhe. Ich brauche deinen Schutz nicht. Du kannst einfach nicht anders. Nicht wahr, Mutter? Ganz gleich,
was ich tue oder sage. Du mischst dich einfach immer wieder in mein Leben ein. Ich wollte dich doch nur beschützen. Ich war... Ich habe Fehler gemacht. Ich weiß. Aber du bist jetzt frei. Du hast, was du wolltest. Versuch, mir zu vergeben. Lass uns bitte neu anfangen. Nein. Nein. Niemals. Denn ich werde dir niemals vergeben. Du musst dafür büßen, dass du mir mein Leben gestohlen hast. Ich habe gebüßt. Ich habe gebüßt. Aber wenn nur das allein dir Frieden bringt. Und wenn nur mein Tod die Fehler berichtigt, wehre ich mich nicht. Ich weiß. Das. Du hättest gehen können. Der Kreis endet hier. Wir müssen besser sein als das. Mein lieber, süßer Sohn. Nein. Freya. Er wollte es. Ich schwöre hiermit dir jede Qual, jedes erdenkliche Greuel anzutun. Versprochen. Ich werde deinen kalten Leichnam durch alle Orte, in allen Welten tragen und dich dann Hehls Abschaum zum Fraß vorwerfen. Das ist mein Versprechen. Er hat dich gerettet. Er hat mir alles genommen. Alles. Du bist ein Monster. Erfüllt von Bosheit und Zorn. Du wirst dich nie ändern. Dann kennst du mich nicht. Gut genug. Und er? Junge. Hör gut zu. Ich komme aus dem Land Sparta. Durch einen Götterpakt verlor ich meine Seele. Ich tötete viele, die es verdienten. Und Unschuldige. Ich tötete meinen Vater. Das war dein Vater, Anhel. Lebt man so als Gott? Muss alles so enden? Söhne töten ihre Mütter, ihre Väter? Nein. Wir entscheiden selbst, welche Götter wir sind. Ohne zurückzublicken. Wer ich war, wirst du nicht sein. Wir machen es besser.
Tja, dann sind wir wohl jetzt die Bösen. In ihren Augen ja, aber sie hatte diese Wahl nie. Beenden wir diese Reise, solange ich die Kraft habe. Ich verstehe nicht. Ich weiß, es war richtig, sie zu retten. Aber sie war am Ende richtig böse. Nicht böse? Du hast ihren Sohn getötet. Ihren Sohn. Den Tod eines Kindes können Eltern nicht leicht verkraften. Er wollte sie töten. Sie wäre gestorben, damit er lebt. Das können nur Eltern verstehen. Also dürfte ich dich töten? Wenn du stattdessen lebst. Ja. Hör mal. Es gab keine leichte Wahl. Für niemanden. Aber wir sind uns einig, dass du richtig gehandelt hast. Die Welt ist ein besserer Ort mit Freya darin. Nur, gebt ihr Zeit, Freunde. Ihr werdet sehen. Dann zurück zu Tyrs Tempel. Ein letztes Mal. Ja, Jüttenheim wartet. Naja, ob sie das jemals versteht, ich weiß es nicht. Odin muss ihn überzeugt haben, er würde geheilt, wenn er euch nach Jüttenheim folgt. Sicher nur Lügen. Warum hat die Mistel den Bann gebrochen? Warnenmagie ist sehr mächtig, aber ihre Regeln sind nur schwer fassbar. Eine Hexe kann damit bestimmt umgehen. Oh, das ist alles so verdammt tragisch. Baldur war das größte Geschenk, das Odin Freya gab. Das einzig Gute aus ihrer Ehe. Sie wollte ihm nur Schmerz ersparen und sich selbst ihn zu verlieren. Doch solche Regungen lassen gute Eltern oft schrecklich dumme Entscheidungen treffen. Darf ich mal ganz kurz abmoderieren? Dankeschön. Ja, ich würde sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und dass ich definitiv diese Folge in zwei Teile aufteilen werde, weil der Kampf doch extremst episch irgendwie war und extremst lang. Ich kann Freya zum Teil verstehen, zum sehr, sehr, sehr großen Teil, aber sie darf natürlich auch nicht vergessen, dass ja, ihr Sohn ein richtiges Monster gewesen ist, was alle anderen töten wollte, was sie töten wollte, was die Schlange, ja, anscheinend nicht getötet hat, weil die ja doch nochmal am Ende wiederkam. Die war anscheinend nur so ein bisschen K.O. Das rechtfertigt natürlich nichts, aber dennoch finde ich, dass es so letzten Endes besser war. Ja, ich mache hier einen kleinen Cut und den Rest sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dann! Ciao!